Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Klimaschutz ist eine große Herausforderung. Und das ist wichtig, es ist eine Überlebensfrage für manche Inseln im Pazifik. Aber auch bei uns in Deutschland sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits angekommen. Und die Entwicklung von Klimainnovationen ist eine Riesenchance für die Wirtschaft. Und da müssen wir am Ball bleiben, müssen diesen Wandel gestalten und nicht verschlafen. Ich war gestern im Umweltministerium und dort wurde der Innovationspreis für Klima und Umwelt an mutige Unternehmer verliehen. Und auch mir machte diese Veranstaltung Mut, weil ich gesehen habe, mit welcher Kraft, mit welcher Überzeugung diese Unternehmer bei der Sache sind. Und es wurden tolle Projekte vorgestellt, zum Beispiel Papier teilweise aus Gras herzustellen. Damit schont man Holz als wertvollen CO2-Speicher. Oder auch eine energiesparende Maschine zur Stofferstellung, die gleichzeitig spinnt und strickt. Sie sehen, es gibt eine Menge von Innovationen, wo Arbeitsplätze geschaffen und auch gehalten werden können durch mutige mittelständische Unternehmer. Im ausverhandelten Koalitionsvertrag haben wir auch deshalb ganz klar festgehalten, dass wir zu unseren nationalen, europäischen und internationalen Klimazielen stehen und uns dazu auch bekennen. Und das für alle Sektoren. Dafür habe ich mich als Klimapolitikerin auch persönlich eingesetzt. Damit zeigen wir, wir nehmen unsere klimapolitische Verantwortung wahr in Deutschland und in der Welt. Für uns ist es aber auch wichtig, wie wir dieses Ziel erreichen. Und das wollen wir durch Anreize statt Zwang, durch Technologieoffenheit. Und wir wollen sicherstellen, dass die Wirtschaft als Basis unseres Wohlstands dabei auch wettbewerbsfähig im internationalen Wettbewerb bleibt und dass die Energieversorgungssicherheit weiterhin gewährleistet ist. Es gibt jetzt eine Studie der deutschen Industrie, die sich damit befasst hat, wie wir das Klimaziel in Bezug auf 2050, das langfristige Klimaziel, erreichen wollen. Und die besagt, es wird schwierig, aber es kann funktionieren. Und auch die Wirtschaft sagt, die Wirtschaft kann wandeln. Sie haben es bewiesen bei der Industrialisierung. Sie nehmen jetzt die Herausforderungen der Digitalisierung auch an, Stichwort Industrie 4.0. Und die Wirtschaft kann auch Klimaschutz, wenn sie verlässliche politische Rahmenbedingungen bekommt durch Anreize, zum Beispiel für effiziente Umwelttechnologien. Und genau das machen wir, meine Damen und Herren. Wenn Sie den Koalitionsvertrag, der ausgehandelt ist, aufmerksam gelesen haben, dann werden die Antragsteller feststellen, dass viele ihrer Punkte bereits enthalten sind. Zum Beispiel auch die Forderung nach einer konsequenten Energieeffizienzpolitik. Wir haben bereits den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, den werden wir weiterentwickeln. Außerdem wollen wir eine ambitionierte, sektorübergreifende Energieeffizienzstrategie und wollen das Leitprinzip Efficiency First dabei auch installieren und haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, eine Halbierung des Energieverbrauchs bis 2050 zu schaffen. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien sind darin 65% bis 2030 vorgesehen. Im Gebäudebereich haben wir darin auch verankert, und ich muss ganz ehrlich sagen, endlich die steuerliche Förderung für die energetische Gebäudesanierung. Dies habe ich hier an diesem Rednerpult bereits in vielen Reden gefordert, dass wir dieses Klimainstrument nutzen müssen. Und meine Damen und Herren, ich setze da auch auf die Grünen in den Bundesländern, dass sie auch dort dafür werben, denn dieses Instrument war auch Konsens bei den Jamaika-Sondierungen. Und jetzt bin ich genau beim Thema, wie sollen diese Instrumente ausgestaltet sein? Wie jetzt auch dieses Steuerinstrument, Anreize statt Zwang? Und wir haben bei unserem Vorschlag auch vorgesehen, dass es ein Wahlrecht geben soll des Antragstellers zwischen einer Zuschussförderung oder der Reduzierung des zu versteuernden Einkommens. Damit erreichen wir einen möglichst großen Personenkreis. Daneben wollen wir das CO2-Gebäudesanierungsprogramm auch fortführen und damit den Austausch alter, ineffizienter Heizungen fördern. Und meine Damen und Herren, wir wollen eine Kommission einsetzen, die auf Basis
und in Vernetzung des Prozesses zum Klimaschutzplan bis Ende des Jahres Maßnahmen vorlegen wird, um die Lücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich zu reduzieren und im Energiesektor das 2030-Ziel auch zu erreichen. Dazu zählt auch die schrittweise Reduzierung und auch Beendigung der Kohleverstromung inklusive eines Abschlussdatums, das ebenfalls durch diese Kommission festgelegt werden soll. Und meine Damen und Herren, hört, hört, das ist sogar weitergehender, als was in den Jamaika-Sondierungen am Ende ausverhandelt war. Denn bei Jamaika lag der Fokus vor allen Dingen auf dem, Herr Dr. Köhler hat es bereits erwähnt, überhasteten, schnellen Stilllegen in Höhe von einer Kapazität von 7 Gigawatt vor 2020 ohne Rücksicht auf den Verlust der Arbeitsplätze. Wir wollen die schrittweise Beendigung der Kohleverstromung auch. Aber wir wollen dabei die Energieversorgungssicherheit weiterhin sicherstellen. Wir wollen, dass die Energie bezahlbar bleibt, auch für die Verbraucher, auch für die Wirtschaft. Ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, das wird von den Grünen öfter ausgeblendet. Und wir wollen auch, dass es zu keinen Strukturbrüchen in den betroffenen Regionen kommt. Sie sehen, wir reden nicht nur, wir handeln, aber durchdacht und mit Weitsicht. Zur globalen Allianz für den Kohleausstieg, die ebenfalls in einem Antrag erwähnt wird. Da ist ja die Forderung, dass Deutschland beitritt. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir den Energiemix der teilnehmenden Staaten angesehen. Und dann muss man ganz klar sagen, man muss sich das ehrlich machen. Wie ist es in Frankreich? Dort wird die Energie nur zu 3 bis 4% aus Kohle produziert. Sie wollen außerdem vom Ziel abrücken, die Kernenergie bis 2025 auf 50% zu reduzieren. Kanada investiert mehr als 25 Milliarden in Atomreaktoren, damit sie für weitere 25 bis 30 Jahre laufen. Und Großbritannien will aus der Kohle aussteigen, gleichzeitig aber den Anteil an der Kernenergie deutlich steigern. Wir wollen beides, meine Damen und Herren, Kohleverstromung reduzieren und den Kernenergieausstieg weiterhin gestalten. Keiner behauptet, dass das leicht ist. Dennoch gehen wir diesen Weg voller Überzeugung für unsere Enkel, für unsere Kinder und für die Menschen, die darauf setzen, dass die Politik die Weichen richtig stellt, dass durch die Entwicklung von Umweltinnovationen Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Weisgerber. Nächste Rednerin.